So, meine Freunde, willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Blaze Black. Im letzten Part, ja, der letzte Part war über 35 Minuten. Ach du dicke Scheiße, ich weiß nicht, wer sich das angeguckt hat, aber naja. Nun gut, jetzt stehen wir vor dem 8. Arena-Leiter, vor dem Drachen-Pokémon-Arena-Leiter. Und ich bin mal gespannt, was für Pokémon er besitzt, wie seine Strategie aussieht und ob das ein Doppelkampf, Einzelkampf oder Dreierkampf oder Reihumkampf wird, keine Ahnung. Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer, was er hier alles einsetzt. Drudiger, Nibeldra und Glura. Gut, anscheinend sind hier gerade alle Level 41. Dann machen wir das so. Fight, drehen das dann so um, dass Dings hinkommt. Discharge, ja gut. Dann machen wir das, ach shit. Shit. Ich dachte schon, das Ding setzt jetzt irgend so eine Attacke ein, die mich one-hittet, aber... Halleluja. Halleluja. Gut, was für Pokémon sind denn hier jetzt alles? Nee, nicht so. Ah, ey, das mit dem Reihumkampf kann ich echt nicht. Dann würde ich mal sagen, Fly, ne? So. Hier dreht sich's und dann Fly. Was ist Tailwind? Keine Ahnung. Naja, Staraptor setzt Fliegen ein. Dieser Kampf ist jetzt wirklich einer der härtesten, die ich bis jetzt, ja, wie soll ich sagen, bis jetzt bestritten habe. Weil Blaze Black ist ja sowieso schon so ein hartes Game und jetzt wird's nur noch 10-mal schwerer, das alles zu machen, weil, ja, meine Pokémon, ne? Aber nun gut, ich schaff das, komm. Ich muss an mich glauben und so weiter und so ein Scheiß. Fly, wie zieht das ab? In Ordnung, viel Sitzer zieht das jetzt nicht ab. Dann würde ich mal sagen, dass wir das wechseln und dann Dragon Claw. Also die Beltra setzt dann Dragon Claw ein. Nein! Ausgerechnet Glurak muss jetzt kommen. Scheiße. Und was setzt das ein? Ah, Delegato. Okay, damit kann ich leben. Noch einmal Dragon Claw, komm. Und, komm, greif als erst ein. Yes! So, wie viel zieht das ab? Wie viel zieht das diesem Scheißding ab? Die Hälfte geht weg. Gut, ach, shit. Scheiße. Fuck. Also, Vegas ist jetzt nicht mehr unter uns. Buckless geht jetzt in den Kampf. Und ich würde mal sagen, Back und habe Status Heilmittel. Ich war gerade eben noch im Pokémon Center, habe meine Pokémon geheilt und so weiter, ne? Ja, Beleber. Komm, Outrage. Scheiße. So, Buckblast ist down und jetzt kommt, Cry oder? Ja, Cry. Go, Cry! Boah, Cry mit seinen geilen Händen. So, dann würde ich mal sagen, Cry setzt Ice Beam ein. Okay, Outrage. Ich hoffe mal, dass das Cry nicht ganz down bringt. Ja, komm, komm, komm. Perfekt, es ist verwirrt. Ice Beam. Ganz knapp, ganz, ganz knapp. Dann machen wir das anders. Back und Lost Use. Nee, Hyper Potion. Hyper Potion. Scheiße, dass es nicht down ging. Ich würde mal sagen, Vegas bekommt das dann. So, der setzt anscheinend auch Hyper Potion ein. Dann machen wir das so, dass Star jetzt in den Kampf. Oder nee, vielleicht doch lieber Flash. Nee, ist mir alles zu riskant. Ich würde mal sagen, Back und Lost Use Item Use auf Luxtra. So, Hyper Potion auf Luxtra. Mein Gott, schon 4 Minuten. Und kein einziges Pokémon von dem ist down. Fire Punch. Oh, nee. Feuerschlag. Scheiße, Mann. Ja, so viel zu Cry. Wer geht jetzt rein? Flame, ne? Go, Flay. Mach mich stolz. Keine Ahnung wie, aber mach mich stolz.
So, und du setzt dann Discharge ein, Luxtra. Bitte jetzt rede ich nicht. Scheiße. Und jetzt Discharge. Ach, fuck. Sowas wollte ich jetzt nicht. So, ja, nein. Scheiße. Oh, Libeldrag. Oh, perfekt. Ich würde mal sagen, Dragonclaw, ne? Ja, Mann, Dragonclaw, komm. Ne, ich habe Libeldrag ja bis jetzt noch nichts abgezogen, oder? Yes, das erste Pokémon haben wir erfolgreich besiegt. Es muss jetzt alles nur noch so weitergehen. Kingdra ist ein Wasser-Pokémon. Mal nachdenken. Was könnte ich machen? Hyper Beam wäre zu viel des Guten. Meiner Meinung nach. Ist Luxray jetzt down? Ja, ne? Ne, Luxray ist nicht down. Ja, Flash, also Flash, ne? Ich glaube, ich setze einfach mal Dragonclaw einen Scheiß drauf. Ja! Perfekt, perfekt. Jetzt Dragonclaw. Und. Ey, was gehst du nicht down, du hässliches Ding? Jetzt, ja, komm, nein! Ey, wieso bleibt das Ding am Leben? Das ist doch voll läppisch. So, Flash geht in den Kampf. Flash würde ich mal sagen, ich kann ja mehr oder weniger nichts verlieren. Discharge, komm. Und lass das Ding da angehen, lass das Ding, yes. So will ich's haben. So, Star erreicht Level 56. Naja. Besser als nix, ne? Haxorus, was ist da? Oh, Max Hax. Level 66. Ich glaube, da Back und danach HP. Erstmal Beleber einsetzen. Auf Vegas. So, und was setzt der jetzt ein? Earthquake. Ach shit, das Ding besitzt Earthquake. Natürlich scheiße. Ja, was soll ich jetzt machen? Ist eine andere Frage, ne? Ich glaube, ich mache das so. Libeldra setzt dann Dragonclaw ein. Nein. Scheiße, Alter. So, Dragonclaw, wie viel zieht das ab? Die Hälfte, mehr als die Hälfte. Das ist gut, aber ja, Outrage. Als ob ich es nicht gewusst hätte. So. Das ist jetzt down. Star ist jetzt drin. Back. Lost used item. Use auf Cry. Und danach. Oh, schon wieder Outrage. Er kriegt's nicht langsam genug von sowas. Ja, das Ding ist verwirrt. So, jetzt geht Cry in den Kampf. Und dann setze ich noch einmal Beleber ein, Last Use Item, Use auf Vegas. So, jetzt müsste Vegas auch in den Kampf kommen. Das muss jetzt so weitergehen. Ah, Mist. Ja, Drachentanz, perfekt. Jetzt Ice Beam. Jetzt Ice Beam, dann muss das hier erstarren. Das wäre so Bombe, wenn das jetzt erstarren würde. Ice Beam, komm. Scheiße. Scheiße. Ja, Mann, Ice Beam. So, komm, Delegator. Ach so, scheiße, ist ja nur der Delegator. Lost Use Item, Use auf Flash oder Wege. Oder ich mach das anders. Statue. Ne, HPPP Restore. Hyper Potion, Use auf Cry. So, Matt use the Hyper Potion. So, jetzt zeig mal, was ihr drauf habt. Outrage. Wie oft kann man Outrage eigentlich benutzen? Nein, ach, shit. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Okay, wie sieht's jetzt aus? Also auf eine Karte ist mir zu riskant. Close Combat ist mir auch zu riskant. Da würde ich mal lieber sagen, dass ich das ein bisschen drehen würde und dann, ja. Dragonclaw. Komm. Dragonclaw. Ah, nein! Wieso muss das schneller sein? Wieso muss das Ding schneller sein?
So, Flame ist das einzige Pokémon, das ich noch besitze. Back und HPPP, nee, Status Heilmette. Beleber auf Vegas. Ich kann ja eigentlich nicht die ganze Zeit so weitermachen, ne, wenn man so nachdenkt. So, und danach Outrage. Wie zieht das ab? Scheiße! So, das Ding ist verwirrt, perfekt. Vielleicht kann ich mir das so ein bisschen als Vorteil nutzen. So, back, last use item, use of star. Und Star geht jetzt in den Kampf. Endlich bekommt das Ding Schaden. So. Nein, komm, Star und... So. Jetzt geht Star auch in den Kampf. Und dann back. Last use item, use of flame. Und komm. So, jetzt hat jeder die Hälfte seiner KP. Fire Punch. Ist nicht sehr effektiv. Perfekt. Dann hier. Wie heißt das? Nix Status Heilmittel. HPPP Rest. Oder nee. Soll ich Beleber einsetzen? Beleber dann auf Cry. So, und. Was setzt du ein? Verletzt sich selber? Yes! Oh yes, bitch. Dragon Claw, komm. Ah, komm. Verletz dich selber. Nein. So eine ganz, ganz knappe Sache. Mein Gott, Outrage, ey. So eine hässliche Attacke. So, dann... back. Lost use. Ich schaff das nur mit Belebern. Sonst geht das hier nicht. So, und Beleber einsetzen. Ja, verletzt sich doch mal selber. Perfekt. So, jetzt würde ich mal sagen, back und danach. Lost use item, oder, nee. Ich setze dann lieber ein Dings ein. Wie heißt das? Ein Max Potion oder ein Hyper Potion? Auf. Tri-Star Vegas. Try, komm. Vielleicht zieht es diesmal nicht so viel ab. Naja, ich kann ja nur hoffen eigentlich. Earthquake. Wie zieht das ab? Wie viel zieht diese hässliche Attacke ab? Perfekt. So, back und dann noch Status Heilmittel, Beleber, Use of Flash. So, und jetzt wechselt das Ding. Fire Punch. Wenn ich Glück habe, überlebt Cry diesen Angriff. Natürlich nur, wenn ich Glück habe, ne, ist klar. So, anstelle von Cry wird jetzt Vegas in den Kampf gehen. Der setzt dann Dragon Claw ein. Das müsste egal bei wem ein Two-Hit machen. Also, ja, komm. Und Vegas Dragon Claw. Perfekt. Kingdra ist erstmal besiegt. Jetzt haben schon zwei Pokémon besiegt. Vegas erreicht Level 60. Scheiße, was ist hier los? Wartet mal kurz, Leute. Leute, vielleicht habt ihr es gerade eben auch gehört. What the... Flare Blitz. What the fuck? Flame Wheel geht weg, komm, forget. Auf jeden Fall, gerade eben ist so ein Alarm losgegangen. Und ja, ist klar, dass ich dann kurz pausieren muss, ne? Ist ganz klar, was ist Salamence? Nein! Nicht das hässige Ding. Nein. Dragon Claw, komm. Und Dragon Claw. So. Das Ding geht aber. Ah, okay. Hier, Fire Punch. Boom. So, und dann würde ich mal sagen, setze ich Beleber ein. Oder soll ich Beleber einsetzen? Nee. Hyper Beam. Ja, wie wär's? Hyper Beam. Komm. So, komm, Glorak. Nein, Glorak geht bei... Oha, Hyperstrahl. Leute, chillt euer Leben. Was ist das? Geht das eiskalt down? Geht das eiskalt nicht down, meine ich.
Scheiße, Mann. Und das war so klar, dass das Ding Outrage besitzt. Das war mir so klar. So, jetzt geht Flash in den Kampf. Und anstelle von Flash, dann Back halt, ne? Lost Use Item, Use auf Vegas. So, und was kommt jetzt? Noch eine Outrage-Attacke. Die Dinger müssen sich bis zu einem bestimmten Grad selbst verletzen, weil dann habe ich die Chance. Ja, man, wenn es so weitergeht, macht Brutalanda sich von alleine da. Wäre natürlich auch ganz schön, ne? So. So, jetzt Back und dann Last Use Item, Use, oder? Ne, ich riskiere es nicht. Ich riskiere es echt nicht. So, und Fire Punch. Ey, weißt du was? Weißt du was? Du fuckst mich ab, Glurak. Deswegen Hyper Potion Use auf Vegas. So, jetzt muss der nur noch da bleiben und seine hässliche Fire Punch Attacke machen. Bleib drin. Ach, scheiße. Oh, nee. Earthquake. Nein, scheiße. Ich merke es jetzt. Das Ding müsste nicht down gehen dadurch. So, gut, Back. Und dann, Belever, Use auf Cry. So, komm. Nochmal Earthquake. So, das hat jetzt schon 3 Earthquakes eingesetzt. So, 3. Schreib mir das mal am besten auf meinen, hier. Tisch, ich wollte schon Stuhl sagen. So, 3 Earthquakes. Mal gucken, wann seine Earthquakes fertig sind. So, jetzt Back und dann Last Use Item. Use auf Vegas. So, jetzt müsste das wieder hier Ding. Ach, shit. Hätte ja sein können. Ja, es verletzt sich selber. Perfekt. So, und jetzt Ice Beam. Ach, shit. Hätte ja sein können, hätte ja sein können. So, Eis. Ah, das Ding ist da umgegangen. Scheiße. Gut, was mache ich jetzt? Ich würde mal sagen, Star geht in den Kampf. Ne, Star ist schon im Kampf drin. Vegas oder Flash? Flash. So, Flash geht in den Kampf. So, Flash ist eigentlich der. Ja, komm, Discharge, komm. Fire Punch wird vielleicht das aushalten, wird er es aushalten und nein, er wird es nicht aushalten. So, jetzt geht Vegas in den Kampf. Ja, ihr merkt, ich stock jetzt gerade ein bisschen die ganze Zeit schon, ne? Bisschen viel. Und das liegt daran, dass dieser Kampf echt einem die Nerven raubt, ne? Ich weiß nicht, wann das Ding down ist. Das ist das große Problem hier. Back und Lost Use Item, Use of Flash. So, und jetzt. Gut. Wie oft hat das Ding eigentlich Fire Punch? Flash. So, und jetzt Discharge. Jetzt Discharge einsetzt. Discharge, komm. Nein! Ausgerechnet da. Ausgerechnet da wechselt dieser Bastard. So, Flash ist nicht mehr unter uns. Ey, ich muss echt meine Pokémon trainieren. So kann das nicht weitergehen. So, und dann Back. Lost Use Item Use. Ich habe nur noch 16 Stück. Scheiße. So, und Beleber. Outrage. Komm, Beleber. So, Cry ist jetzt down. Der Part ist schon fast 20 Minuten lang, wenn ihr es gemerkt habt, ne? So, und jetzt noch einmal Belieber. Last Use Item Use auf Cry. Ja, Cry. So, mal gucken. Outrage, noch einmal. Jetzt müsste es verwirrt sein. Ja, komm. So, perfekt, es ist verwirrt. Jetzt muss es sich nur noch selber verletzen. Ja, meine Strategie ist ein bisschen wackelig, aber ich sehe keinen anderen Ausweg, ich bin ehrlich.
Lost Used Item und danach noch einmal auf Flash. So, was setzt der jetzt ein? Outrage. Mein Gott, gibt's auch irgendwelche Pokémon von dir, die nicht diese Scheißattacke besitzen? Naja. So, dann würde ich mal sagen, Drainclaw. Ja, das ist jetzt zwar wirklich sehr riskant von mir. Aber yes, Mann, das Ding ist auch down. So. Der Rest bekommt auch ein bisschen. Was kommt jetzt? Der hat kein Pokémon mehr. Geil, der hat kein Pokémon mehr. Krass. Ja, jetzt mach ich dich richtig alle, Mann. Du würdest dir wünschen, nicht geboren zu sein, Bro. Drainclaw, komm. Ja, komm, komm, verletz dich selber, ja. Jetzt Drainclaw, komm. Ja, komm. Yes! Max Hux ist auch besiegt. Geil, Mann. Und Fry erreicht Level 59. Jetzt ist das einzige Pokémon, das noch da ist, Glurak. Ohne Witz, ich beende es jetzt. Hyper Beam. Komm, let's go. Und wir haben gewonnen. Yes, Mann. Geil. Ja, sorry, dass ich in diesem Part nicht so viel gelabert habe wie sonst, ne? Ich laber ja eigentlich nur durchgehend, aber boah, das hat mir jetzt echt ein bisschen zu schaffen gebracht. Und wir erhalten den letzten Orden von der Einall-Region, den, ich schätze mal, den Drachenorden, ne? Ja, was soll es denn sonst sein? Also, was soll es denn sonst darstellen? Ach, scheiß drauf. Ja, schön. Drangtail. Ist es nicht, hier Drachenschweif? Naja, gut. Ja, lass mich in Ruhe. Und im nächsten Part werden wir dann halt. Ich glaube, ich mache aus dem Part so 25 Minuten Part, oder? Ist mir eigentlich völlig egal. Da wartet schon Professor Esche auf uns. Die wird uns jetzt gleich auch den Meisterball geben. Und, ja. Ich muss echt meine Pokémon irgendwie trainieren. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Echt kein blassen Schimmer, wie ich die Pokémon trainieren soll. So, und Professor, ich glaube, ich trainiere meine Pokémon dann so bis Level 65. Nee, 65 ist mir zu viel. Ja, komm. Wir erhalten Meisterball. Oh yeah. So, jetzt haben wir Meisterball und so weiter und so fort. Und Leute, dieser Part war schon wirklich ein bisschen anstrengend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.